Hallo Lena hier, willkommen auf meinem Kanal. Ich dachte, es gibt heute so ja, ein paar Produkte. Ich stelle ein paar Produkte und Gegenstände vor, die ich seit Jahren verwende und nachkaufe und einfach so ja, altbewährte Sachen. Im Grunde so ein bisschen ja, Nachhaltigkeit. Ne, das ist ja immer noch Konsum quasi, ne, aber nicht immer neu, neu, neu. Ne? Oder ja, eine neue Sache ist tatsächlich dabei, aber sonst wirklich so, ja, wie gesagt, altbewährt und vielleicht. Ja, bekommt ein paar Tipps davon. Ich habe die Sachen hier neben mir, aber ich dachte erstmal so ein bisschen Herzkram. Ich wollte mich einfach für das tolle Feedback nach dem vorletzten Video bedanken. Also ihr seid klasse, ihr seid wirklich so gutmütig und ihr habt mich wieder aufgebaut und hat richtig gut getan, muss ich wirklich sagen. Es geht jetzt wieder, ne? Ich meine, nicht einmal ein Troll war dabei, ne? Wenn man so ein Video macht, wo man sich vielleicht ein bisschen outet, dann kommen sofort Leute und sagen irgendwie, ja, Phishing for Compliments oder du hast es gewählt, YouTuber zu werden, du musst es nicht machen und so weiter. Na klar, muss ich es nicht, ne? Ich muss nicht YouTuber sein. Aber ja, wie gesagt, das ist einfach so, ja, man zögert schon, bevor man ja, über Gefühle spricht und so, ne? Weil, na, da gucken ja auch ein paar tausend Leute zu. Ne? Jemand hat geschrieben, das war jetzt nicht böse gemeint, sondern im Grunde konstruktive Kritik, dass ich mir selber im Weg stehe. Und ja, sicher, ich weiß es. Ich denke, jeder, fast jeder steht sich selber im Weg oft. Ne? Also man hat vielleicht Träume und Pläne und Ziele und ja, da hindert einem etwas. Oft irgendwie, ne? Man denkt vielleicht, was soll die Familie denken, was sollen die Freunde denken, was sollen die Nachbarn denken, so ungefähr, ne? Man hat immer so, was heißt immer, ich spreche von mir selber, klar, aber ich weiß, dass viele dieses Problem haben. Und natürlich, wenn ich so ein Video zum Beispiel mache, ne, dann frage ich mich ja auch erstmal, was sollen die bekannte Familie sagen dazu, ne? Und natürlich habe ich da einige Mitteilungen oder Nachrichten per WhatsApp bekommen, so wie geht's dir so, ne? Wie ist es, Lena, so, ne? Nach so einem Video, ne? Klar, aber ich habe dann gesagt, das ist nur eine YouTube-Depression, so, ne? Ja, ja, einfach, dass die Kreativität teilweise so ein bisschen ja, down ist so, ne? Aber darauf wollte ich tatsächlich kommen. Und zwar ein Buch, das habe ich schon vorgestellt, das kann man nicht oft genug erwähnen. Und zwar Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, kann ich das so empfehlen. Ich habe das vor sicherlich, keine Ahnung, 5 Jahren oder sowas gelesen oder noch länger hier. Und ich nehme mir immer wieder vor, das noch einmal zu lesen. Ich werde das auch lesen, weil es so wertvoll ist, das Buch. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, aber ich habe sowieso nicht vor zu malen oder was weiß ich oder Künstler zu werden. Ne? Nein, darum geht es eigentlich nicht. Es geht um die Kreativität, die jeder Mensch hat und man muss da kein Maler oder sowas deswegen sein. Also im Grunde ist das ganze Leben ja eine Kunst, so, ne? Dass man praktisch sein Leben gestaltet, so wie man das möchte. Und oft hindert einem Sachen, also zum Beispiel so, dass man denkt, ne, was soll die Familie denken? Oder es gibt so viele Blockaden, die man hiermit praktisch auflösen kann. Es gibt dann Übungen und so dazu. Und ja, im Grunde auch so Hilfsmittel. Im Grunde sind zwei ganz tolle Hilfsmittel dabei. Das hat mir auch jemand geschrieben. Gönn dir was, Lena. Mach dir ein paar schöne Tage. Geh essen, geh ins Kino oder sonst was, ne? Dass du einfach auf gute Gedanken kommst. Und das wird auch hier erwähnt. Dann ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder Energie tankt, also Input hat und nicht nur Output. Weil mein Problem war, glaube ich, tatsächlich, dass ich sehr intensiv hochgeladen hatte zwischen Weihnachten und Silvester. Und das, ja, ich war dann danach total ausgelaugt. Und das darf man nicht wehren, sondern wirklich immer dafür sorgen, dass auch Input kommt, ne? Dass man, ja, was Gutes für sich selber tut. Und darüber wird geschrieben und auch Tagebuch schreiben im Grunde. Also die Autorin nennt es Morgenseiten. Im Grunde jeden Morgen Tagebuch schreiben. Und zwar zwanghaft. Nicht nur, wenn man was hat, wo man irgendwie, wo es raus muss quasi, ne? Sondern jeden Tag. Und das löst auch Blockaden halt, ne? Also wirklich ein Tipp, verlinke ich unten.
Jetzt kommen wir zu meinen Schätzen hier. Das ist definitiv auch ein Schatz, ganz klar. So, aber hier ein kleiner Retter in Not. Und zwar ein Selbstbräuner, ein Spray von Saint-Tropez, habe ich ein paar Mal gezeigt. Und ja, sprüht man einfach drauf. Super schnell, super easy. Und es ist mir im letzten Video aufgefallen, was ich, also ist noch nicht online, ne, aber was ich gedreht habe, ich dachte hinterher, boah, bin ich, oder auch beim Drehen habe ich gesehen, boah, bin ich blass, jetzt im Winter, ne, ah, schrecklich, also Januar und Februar, bitte schnell vorbei, abhaken irgendwie, ne, ich, ja, ich sehne mich nach März. Auf jeden Fall, einfach nur aufspüren habe ich gestern Abend gemacht und dann fühlt man sich einfach wieder ein bisschen frisch. Das soll man ja nicht missbrauchen, sagen wir mal. Ne? Das ist auch nicht so super für die Haut. Jetzt sage ich als Skincare-Junkie, ne? Weil es ist schon so ein bisschen Stress für die Haut. Ne? Aber ne, das muss sein. Das ist wirklich ein Tipp. Ja, und dann weiß ich gar nicht, was ich ohne diese tolle Creme machen würde. Also die Hautcreme Plus von Bayer & Söhne. Also ich habe immer eine von den Cremes von Bayer & Söhne da. Im Moment ist das für normale Haut, habe ich da. Und die ist perfekt reichhaltig. Es gibt auch eine Creme für trockene Haut. Also die hatte ich auch. Aber so eine trockene Haut habe ich auch nicht wiederum. Auch im Gesicht ne noch nicht. Ne? Am Körper schon mittlerweile. Also ich weiß nicht, durch die Heizungsluft oder sowas. Aber ich hatte noch nie so eine trockene Haut auf dem Körper. Aber wie gesagt, im Gesicht reicht es also bei mir auf jeden Fall für normale Haut. Ich denke sogar, dass ich mir die leichte, also heißt light oder leicht oder sowas, dass ich mir die hole nach dieser, wenn die hier alle ist. Weil jetzt im Frühjahr und so weiter denke ich, ist das, ich habe sie schon mal probiert und die ist auch so toll, zieht sofort ein und ist so leicht, wie gesagt, ne? Und es kommt auf die Wirkstoffe drauf an. Also ich habe diese ja, Marke und diese Creme entdeckt, also im Grunde vor 5 Jahren, als ich recherchiert habe mit Wirkstoffen und so. Und das ist so revolutionierend, weil diese Creme hat alles, alles, was man braucht. Das ist das Tolle. Und zwar, ich gucke mal hier online, was sie schreiben. Ja, also das ist, ja, sind natürliche Inhaltsstoffe, also im Grunde Naturkosmetik, wenn man so will. Also Clean Beauty, ohne ne, alles Schnickschnack und so, was man nicht haben will. Und sonst Vitamin A, C und E, glaube ich, ist auch dabei. Und ich gucke mal genau. Panthenol, Resveratrol ist ein super Stoff. Hyaluronsäure sowieso. Und ja, ich liste hier alles auf. Also, das ist wirklich der Hammer, diese Creme. Also, alle drei Varianten, die haben alle praktisch diese Wirkstoffe. Also wirklich, so, auch wenn man so ein bisschen minimalistisch ist, ne? Also ihr wisst ja, ich liebe ja die Serien und so, ne? Alle meine Serien. Aber es gibt natürlich Tage, wo ich ein bisschen faul bin und dann habe ich ja diese Creme, ne? Weil da ist alles drin. Also das ist echt super. Ich habe ja mal vor vielen Jahren, also wahrscheinlich vor 4, 5 Jahren oder sowas, ein Review über diese Creme gemacht und ich weiß noch, wie begeistert ich war und immer noch bin halt, ne? Weil ja, ich gebe immer so eine Creme circa 4 Wochen Zeit. Und das soll man ja auch machen. Und ich weiß noch, dass ich einfach so routinemäßig jeden Tag mich eingecremt habe und nicht großartig irgendwie analysiert, ne, wird alles besser oder so, sondern einfach nur machen. Und nach 4 Wochen fällt es einem auf. Da muss man irgendwie gar nicht extra irgendwie oder sich daran erinnern, ja, ich muss ja irgendwie jetzt hingucken, sondern man guckt einmal hin und man staunt einfach, ne? Weil die schreiben auch darüber, also dass eine zufriedene Haut altert nicht so schnell. Also eine zufriedene Haut wird quasi perfektioniert, wenn man so will. Also mir ist aufgefallen, dass meine Poren wesentlich kleiner wurden und alles ein bisschen straffer, ein bisschen irgendwie gepolsterter oder ja, mehr Glow und so weiter. Also ja, die Haut wird zufrieden damit. Und das ist ja auch so, wenn ich für meine Videos recherchiere, dann gehe ich tatsächlich bei Bayer & Söhne rein, weil die haben, also auf deren Homepage, weil die haben hier einen Punkt, Hautwissen. Das ist so eine Art Blog, kann man sagen, oder ja, halt Infos, ne, über Wirkstoffe, über Haut. Also die haben so eine Ahnung von Hautpflege, das ist echt der Wahnsinn. Also auch wenn ihr diese Creme nicht kaufen wollt, also kann ich nur empfehlen, geht auf die Homepage da rein und guckt bei Hautwissen. Also,
Ja, da kriegt man so viele Infos. Von daher bei mir wirklich altbewährt. Und das ist ja auch kein Start-up jetzt in dem Sinne, sondern die sind ja schon sehr lange auf dem Markt, ne? Also wirklich eine sehr zuverlässige, tolle Marke. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, jetzt spinnt die Lena. Was hat sie denn hier? Das ist ein, ja, Cupping-Tool, habe ich auch ein Video mal drüber gemacht. Früher hat man Schröpfglas, glaube ich, sowas genannt. Also die waren früher oder die sind immer noch teilweise aus Glas halt, ne? Und man macht das ja eigentlich, also ursprünglich auf dem Rücken viel, ne? Um Blockaden aufzulösen und so, ne? Man saugt dieses Ding fest quasi, ne? Mal gucken, ob ich das zeigen kann. Wahrscheinlich nicht. Das muss ja alles sehr luftdicht sein. So. Das mache ich im Gesicht tatsächlich. Es gibt kleinere, weil das hier ist ein riesen Ding. Und in dem Video, wo ich das gezeigt habe, dann war dieses Tool wesentlich kleiner. Also ich, um die Hälfte würde ich sagen. Aber das hier ist schon fortgeschritten. Also das kann ich vielleicht, darf ich wahrscheinlich nicht empfehlen, dass man das im Gesicht macht, ne? Weil das ist eher für den Rücken gedacht. Aber wie gesagt, ich bin geübt, ne? Und ich mache das wirklich im Gesicht, weil es wurde mir auch empfohlen bei der Kosmetikerin oder von der Kosmetikerin, dass ich jeden Tag mein Gesicht kneife, weil ich eben eine schlaffe oder schwache, ein schwaches Bindegewebe habe. Ja, auch im Gesicht leider, ne? Und ja, jeden Tag kneifen, weil das wird dann schön durchblutet. Aber das mache ich stattdessen mit diesem Ding hier, ne? Und dann ja, einfach, ja, Vakuum, ne, rein, das wird, die Haut wird reingesaugt und das mache ich dann quasi überall im Gesicht, mindestens einmal am Tag. Und das tut wirklich gut, muss ich sagen. Man kann es natürlich oder sollte es vielleicht auch drüber gleiten lassen, dann braucht man ein Öl dafür. Das finde ich ein bisschen umständlich, deswegen ich kneife nur damit, ne, und es wird dann schön rot, ne. Und ja, wie gesagt, es gibt kleinere, sollte man mit anfangen, auf jeden Fall. Aber ja, das wollte ich auf jeden Fall zeigen. Ich kann ja unten das Video verlinken, was ich gemacht habe darüber, weil das ist echt altbewährt. Ja. Noch eine kleine verrückte Sache, was ich mache, ist ja, nennt sich Slugging. Und zwar mache ich das mit diesem Produkt hier im Moment. Es gibt so viele Möglichkeiten. Via Olio Basisöl hat jemand von euch empfohlen. Es ist wirklich super. Das ist so eine Art, ja, dicke Paste. Quasi, ne? So ein dickes Öl, was ich dann quasi im Gesicht nach der Pflege, wenn ich mich eingecremt habe, also zum Beispiel diese Creme ist ja wirklich universal, sagen wir mal, ne? Aber um diese Pflege einzuschließen, dann tue ich was Dickes obendrauf. Nicht überall, weil ich glaube, da würde ich Pickel von bekommen, halt auf den Wangen und so, nicht unbedingt, aber Nasolabialfalte unter den Augen, so ein bisschen die Stirnfalten und so weiter. Ne? Ja, und dann wird das quasi, das ist eine Art Okklusion, nennt sich das ja auch, ne? Dass alles einfach dicht wird. Ne? Ich habe das Gefühl, dass das wirklich das Allerdichteste ist, was man so kriegen kann, ne? Bis auf Vaseline natürlich, aber das möchte ich nicht. Ich möchte kein Mineralöl in dem Sinne im Gesicht. Ne? Von daher, das ist eine echt gute Alternative und altbewährt. Und mein geliebtes Deo muss auch dabei sein. Das ist von Lavera, nennt sich Basis Sensitive. Also wenn ihr nach Naturkosmetik sucht, dann weiß man, dass es gut ist quasi für den Körper und für die Umwelt. Na, dann ist das hier echt wirkungsvoll. Das ist ohne Alkohol, das reizt überhaupt nicht. Und ohne Aluminium, glaube ich, ist das, ne? Aluminiumsalze. Früher war das so ein Thema, das stand überall drauf und steht irgendwie nicht mehr, aber das ist selbstverständlich. Und das war ja eine Weile Trend in irgendwie, dass jeder darüber gesprochen hat, bloß keine Aluminiumsalze und so weiter. Und darauf habe ich so lange geachtet, sicherlich seit 10 Jahren oder sowas achte ich darauf, keine Aluminiumsalze. Und ist das sowieso nicht, wie gesagt, in diesem, ne? Und ist wirklich super, riecht total frisch, finde ich. Ja, sehr angenehm, neutral, aber frisch irgendwie. Und ja, kaufe ich immer nach und im Grunde ist es das Einzige, was ich verwende. Ich hatte ja was von Altera neulich vorgestellt bei neuen Produkten oder irgendwas. Das ist auch ganz okay, muss ich sagen. Das verwende ich auch ab und zu. Ist wirklich auch gut, aber das ist wirklich mein Go-To.
Und kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Hier habe ich ein paar Sachen. Erstmal, das wollte ich einfach auch zeigen. Da kann ich echt nicht ohne mittlerweile. Na, nicht ganz sauber, aber ja, das ist eine, ja, Quaste nennt man das, ne? Einfach in Dreieck, eine Dreieckform. Das ist super, statt diese Runden, die man immer hat, ne? So diese Standard. Dinger. Nein, das ist einfach, das kann man dann in Puder reintunken, da ein bisschen die Spitze und dann hier so ein bisschen, gerade da, wo man das braucht. Hier so ein bisschen an die Nase, sette ich oft mit Puder und so, ne? Oder hier, ne? Oder ne? So kleine Ecken. Also super, ich finde diese Runden jetzt total unbequem, ne? Weil ja, man kommt gar nicht überall dran und so weiter damit, ne? Also wirklich super. Ich habe die damals vom Make-up-Coach zugeschickt bekommen. Kann ich ja die Seite verlinken, falls ihr auch Interesse habt. Oder Amazon gibt es wahrscheinlich auch, ich gehe von aus. Ne? Und dass man hier auch mit dem Finger so ein bisschen reingehen kann. Ne? Und dann ja, kann man machen und tun. Und ja, wirklich mega super. Und dann habe ich, was habe ich noch hier? Das zeige ich zuerst. Das ist ein Multifunktionsstick von Nui. Tiakarette ist die Farbe, aber wir haben mehrere. Das ist die Farbe, ja genau, das ist die richtige Farbe, die ich zeigen wollte. Und zwar ist es eine sehr dunkle Farbe, sieht fast lila aus, ist eine ziemlich kühle Farbe, aber ist super, fast so ein bisschen als Bronzer-Ersatz kann man fast sagen, ne? Weil es relativ dunkel ist und kühl. Gut, Bronzer sind meistens warm, ne? Aber das ist so eine schöne Farbe, besonders wenn ihr neutral bis ja, einen kühlen Hautton habt, kann ich das wärmstens empfehlen. Das ist, ja, sieht auf dem Stift dann lila aus, aber es ist dann eher braun-rosa mit sehr viel Grauanteil irgendwie. Und das, ja, sieht einfach nur klasse aus. Das wollte ich halt auf jeden Fall empfehlen. Neu ist ja eine deutsche Naturkosmetikmarke, High-End, Top-Qualität, also wirklich ganz was anderes als Drogerie, das muss man wirklich sagen. Es ist ja auch nicht die einzige Farbe. Ich habe zum Beispiel zwei verschiedene Peach-Farben, auch wunderschön. Also ja, das ist ein Tipp. Und zum Schluss ein Contouring-Set von Trend It Up. Das ist tatsächlich, glaube ich, neu im Sortiment. Das habe ich gekauft, weil es relativ clean ist. Also da steht Clean Beauty. Es ist alles relativ, ne? Wenn man bei Coachcheck guckt, dann ist es vielleicht doch nicht so clean. Aber egal, wir werben damit. Finde ich gut, ne? Ein guter Anfang. Und zwar ist es dann halt ein Set. Ist leider schon kaputt gegangen. Ich gehe ziemlich ja, hart damit um, anscheinend. Und zwar, ich verwende nur die Contouring-Farbe. Das ist Contouring, dann Bronzer und dann halt so ein Highlighter. Das ist ohne Schimmer, glaube ich, genau. Also ein matter Highlighter quasi. Und wie gesagt, ich verwende nur das Contouring, weil das halt so kühl ist. Und ich bin ja ein ja, kühler oder neutraler Typ. Und dann sind mir die Bronzer oft einfach zu warm. Ja, tut mir leid, das ist einfach so. Das sieht bei mir nicht aus. Ne? Und deswegen verwende ich dann oft Contouring als Bronzer. Das sieht bei mir, meiner Meinung nach, auf jeden Fall auch frisch aus. Ne? Und das mache ich dann mit diesem im Moment. Seitdem ich das gekauft habe, nehme ich im Grunde nur das hier als Bronzer. Und ja, seit ein paar Monaten halt. Ne? Da bin ich wirklich sehr happy mit. Also, ist ein Tipp. Aber wie gesagt, die anderen Farben sind auch. Also, ja, die Bronzer, weil die meisten wollen ja etwas Warmes haben. Ne? Kann ich hier swatchen. Da sieht man den Bronzer. Genau, ist auf jeden Fall ein kleiner Schatz, den ich mit euch teilen wollte. Ja, das waren meine Schätze. Also hier vor allem hier Saint-Tropez Selbstbräuner, ne, ist unverzichtbar im Moment wirklich ein Retter in der Not irgendwie. Und eine gute Hautcreme jetzt, ne? Also eine tolle Pflege jetzt im Winter, ne? Kann ich echt nur diese Hautcreme von Bioncerne empfehlen, das ist auch top, ne? Und ja, ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps bekommen und das war einfach ein kleiner Gruß von mir und schreibt mir gerne was unten in den Kommentaren. Ihr habt ja im vorletzten Video gesehen, das ist uns so wichtig und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Mach's gut, tschüss!